Ahoi Kapitän und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships, diesmal in der Iowa, dem US-Schlachtschiff auf Tier 9 im Herrschaftsmodus. Die Iowa, ja, das ist ein geiles Schiff, muss man echt sagen. Finde ich klasse, ich habe sie jetzt relativ neu. Hier das eingebaute Verbrauchsmaterial, mir fehlt noch der dritte Rumpf. Also insofern bin ich jetzt im Moment hier mit Rumpf 2 unterwegs. Wer sich dann die Verbesserung noch angucken will, einfach auf die Pause-Taste drücken. Auf jeden Fall ist meine Iowa zusammen mit dem Kapitän hier auf Tarnung geskillt. Ich finde es ja immer gut, wenn man als Schlachtschiff auch mal ein bisschen später aufgehen kann oder sich mal verdrücken kann. Und natürlich Adrenalin-Skill und manuelle Secondary und. Also es sind da viele Sachen, die hier das gute Stück stärker machen sollen. Und das brauchen wir auch, weil wir sind natürlich wieder in einem 8-10er-Match gelandet. Wir haben eine Division auf unserer Seite mit einer Chaperjev und zwei Kutuzov. Okay, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Auf der anderen Seite, was haben wir denn dagegen? Montana, Friedrich der Große, North Carolina, Tirpitz, 5 Schlachtschiffe, eine Benson, eine Kagero, noch eine Kagero, 3 Zerstörer, ja, und der Rest sind Kreuzer. So. Ja, das wird auch gleich festgestellt. Oh, we have a Raider Squadron. Schauen wir doch mal, ob wir sie im Himmel entdecken können. Nein, da sind sie natürlich nicht. So, und die Frage ist, was machen wir jetzt hier? So wie wir aufgestellt sind, die beiden Zerstörer, man sieht es auf der Minimap ja relativ gut, vor A und B. Wir stehen hier mit unserem Kreuzer auf C. Hm, da sind wir natürlich jetzt relativ alleine. Also insofern ist schon klar, wenn die da so viel auch verstanden bekommen für A, B, dann werden wir jetzt hier nicht YOLO nach vorne und C einnehmen wollen, sondern wir drehen mit ab. Und die Iowa ist ja auch nicht gerade langsam. Also bei Vollgas geben wir jetzt hier auch mal über 33 Knoten Gas. Das hat schon Vorteile. So, schauen wir mal. Da ist Friedrich der Große. 20 Kilometer. Tut sich noch ein anderes Ziel auf? Nö, im Moment nicht wirklich. Tja, dann nehmen wir Friedrich. So, dann werden wir mal die erste Salve ordentlich weit vorsetzen. Weil, wenn der jetzt 19 Kilometer da fliegen soll, dieser, ja, die Salve, dann bin ich mit 9000 durchaus einverstanden. So, aber ansonsten bin ich ja eher der Typ, der auf Kreuzer schießt. Ja, jetzt auf die Kagero, das muss nicht unbedingt sein. Aber als Schlachtschiff, finde ich, tut man den Kreuzern richtig weh, wenn man sie trifft. Man macht zwar weniger Damage insgesamt, aber hilft dem Team. Ist meine Einstellung dazu, kann man anders sehen. Natürlich gibt es auch die, die immer schön auf Schlachtschiffe schießen. So, und auch hier, dem Kreuzer haben wir mal ein bisschen wehgetan. Das war nämlich auch nochmal so roundabout 7000. So, Kutuzov. Ah, da ist die Baltimore wieder. Ja, nochmal gegendrehen. Da kommen wir nur mit dem hinteren Geschütz jetzt ran. Ist egal, wir testen das raus. Nein, also sich jetzt hinzustellen und sich mit Schlachtschiffen zu duellieren, kann man machen. Aber ich finde, wirklich auf die Kreuzer zu schießen, ist absolut sinnvoll. Denn wenn wir denen eine richtige Salve verpassen können mit einer Zitadelle, dann ist da nur noch die Hälfte von da und dann wird es fürs Team natürlich leichter. So, unsere Montana hier vorne. Warum der jetzt so nah ans Cap ranfährt, das erklären wir mal einer. Da ist ein Zerstörer drin. Nee, das macht wirklich überhaupt keinen Sinn und das hat er jetzt wohl auch gelernt. Denn der hat ihn die Kagero mal eben schnell rausgenommen. Ja, die anderen haben schon C, sie cappen auch A und B. Das sieht nun gar nicht gut aus. So, die Benson, 18 Kilometer, das ist eigentlich nicht wirklich sinnvoll, aber manchmal trifft man ja auch mit ein bisschen Glück. So, die Insel, da kommen wir gut dran vorbei. Ja, da kommt auch schon eine Salve. So, und da ist wieder ein Kreuzer mit der New Orleans. Oh, gleich haben wir auch nachgeladen. Und das ist echt ein Witz, was die Jungs da machen.
schnell mal hingepingt und ein kurzes What und ein Lachen hingeschickt, weil klar, da sind jetzt zwei Nebelkreuzer zusammen in einer Division, aber dann muss sich der Rest nicht mehr dazustellen. So, wieder 7000 auf die New Orleans. Und vor allen Dingen müssen sie es nicht tun und noch nicht mal A einnehmen dabei. Also das ist unglaublich. So, wir sind jetzt deutlich hinten. 200 Punkte. Da kommen Torpedos. Okay, also mit anderen Worten, hier muss jetzt irgendwo ein Zerstörer sein. So, hier werden wir mal ein bisschen abbremsen, um mal zu gucken. Ja, okay, die laufen jetzt aus. Das ist natürlich jetzt schwierig. So, Flugzeug gestartet. Na, an die Kutuzov kommen wir nicht ran. Aber dieses Flugzeug könnte uns vielleicht auch mal Aufschluss geben, ob hier irgendwo ein Zerstörer sich hinter diesen Inseln annähert oder nicht. Na, wir schauen mal. Wir werden auf jeden Fall wieder Gas geben. So. Neptun. Ja, über das Flugzeug ist das natürlich schwer einzuschätzen, wo der hindrehen wird und wie. Und na gut, wir probieren das trotzdem. Aber wichtig eben, wir werden jetzt Vollgas fahren. Weil wenn hier... Oh, okay. 9000 von vorne ist gut. Da ist auch schon die Kagero. Ja, und auf 6 Kilometer ran. Und das ist natürlich jetzt Hausnummer. Also, wenn der seine Torpedos jetzt wieder abgeworfen hat, dann müssen wir Hackengas geben. Je nachdem, wie der geskillt ist, ist das natürlich alles ein bisschen schwierig. Aber wir werden jetzt mal schauen. Wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen eindrehen, um einfach zu gucken, ob da... Ja, so, jetzt waren wir einmal kurz erfasst. Und dieses eine kurze Erfassen könnte der Zerstörer gewesen sein. Das heißt also, jetzt wieder zurückdrehen. Dann gehen seine Torpedos nämlich an uns vorbei. Ist immer so ein bisschen Mutmaßung. Man weiß es ja nicht, ob das wirklich der Zerstörer ist. Es können ja genauso gut auch andere sein, die auf einen zielen. Aber die Möglichkeit besteht eben, dass der das ist. So, jetzt haben wir inzwischen also auch einen Kreuzer der anderen zerstört. Sind nicht mehr ganz so weit hinten. Ja, und da kommen auch schon die Torpedos. So, okay. Und jetzt heißt es eben wirklich Gas geben. So, zwischendurch hauen wir nochmal einen auf die Kutuzov raus. Und die Torpedos laufen wieder aus. Sehr gut. Das ist jetzt eben der Vorteil, dass man wirklich mit der Iowa auch echt schnell unterwegs ist. Boah, das ist jetzt nicht wirklich der Top-Treffer gewesen. So, Tirpitz setzt da zurück. Tja, Zerstörer verloren. Schlachtschiff verloren. Und die anderen haben zwei Caps. Also das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. So, an die Tirpitz kommen wir nicht ran. Dann versuchen wir uns wieder hier mit der Kutuzov. Der haut ab. Okay, da schicken wir gleich mal was hinterher. So, und jetzt ist hier... Oh, Hipper. Ah, ich lenk ein, du lenkst ein und... Ja, siehst du, so kann das auch gehen. So, und naja, 4,5 auf die Kutuzov. Hm, geht so. So, da schnell nochmal hinpingen, dass die Leute sehen, hallo, da ist ein Zerstörer. So, und ja, wenn es denn sein muss, schießen wir logischerweise auch mit drauf. So, der scheint da stehen zu bleiben, also gibt es jetzt ordentlich in den Nebel. So, unser Yugumo ist rausgenommen worden. Oh, 5-4 auf die Kagero. So, und gleich nochmal wieder als Ziel ausrufen. Der muss raus. Das ist nämlich der Grund, warum wir jetzt hier sind, wo wir sind. So, sehr gut. Kagero ist raus. Weil wir mussten logischerweise vor dieser Kagero ja fliehen. Also da jetzt umzudrehen und gegen die Kagero gegenzuhalten, das macht wirklich gar keinen Sinn. So, die Kutuzov. Mal gucken, ob wir da auf 21,7 Kilometer... Oh, das ist natürlich... Der muss schon abbremsen, um das noch abzukriegen. Aber manchmal... Ne. So, oh, unser Bismarck, der geht es auch schon gar nicht so gut. Ja, da oben die Benson. Auch die Jungs nochmal informieren, beziehungsweise dafür sorgen, dass sie da auch mal einen Blick hinwerfen, weil wenn jetzt da die Tirpitz die Bismarck runtergebrannt hat, dann ist die Frage, wo ist die Tirpitz und ja, wo die Benson ist, das kann ich mir im Moment noch denken. So, wir werden jetzt, wir sind
Oh, wir haben zwei Schlachtschiffe verloren und unsere beiden Zerstörer verloren. Die anderen haben einen Kreuzer und einen Zerstörer verloren. Die haben zwei Caps und wir sind über 400 Punkte hinten. Also wir werden jetzt hier Druck machen. Ja, Camp Moore im Chat. Es sieht auch wirklich so aus. Also die stehen da in A. Warum fährt da keiner Richtung B? Wir brauchen Caps. So, entdeckt. Ja, okay. Also wir fahren jetzt hier durch. Wir halten da drauf. Das macht jetzt keinen Sinn, sich zurückzuhalten und mit in A zu stellen. So, Kutuzov immer noch weit weg. Aber ist das Ziel, das wir am ehesten beschießen können. So. Tja, da kommt jetzt was von hinter der Insel. Der hat sich rausgedreht. Oh, die Tirpitz. Tirpitz hat noch 707 Punkte. So, und vor uns muss irgendwo die Benson sein. Das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Geschichte. So, wir machen weiter Druck. So, Tirpitz, jetzt geh nochmal auf. Da geht er auf. Ah, heilt hoch. Okay, also einen nach vorne und zwei ein bisschen weiter zurück. So, jetzt hat uns natürlich die Kutuzov in Brand gesteckt. Aber wir haben die Tirpitz rausbekommen. Das ist schon mal gut. So, ja, wir sind aber trotzdem weit, weit hinten immer noch. So, durch das Einlenken eben konnten wir den Torpedos ausweichen. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir hier weiter ran? Und ich sag einfach, wir fahren weiter, Vollgas. Da ist die Benson aufgegangen. So. Benson. Und jetzt nachgeladen und Vollgas auf die Benson. Na. Jo, so, jetzt ist die Benson raus. Dann können wir jetzt auch löschen. Und können mal sehen, dass wir vielleicht der Kutuzov, obwohl die Frage ist natürlich auf dem Minimap, kann man ja gut sehen, Friedrich der Große fährt hier relativ breitseitig ran. So, jetzt sind wir ausgegangen und das ist eben der Vorteil jetzt vom Tarnungsmeister oder von diesem Skill generell. 12,2 Kilometer gehen wir es auf. So, jetzt wissen wir auch schon wieder 12,2 Kilometer. Irgendeiner macht uns auf, also muss hier irgendwo näher dran ein Zerstörer sein. Wieder. So, das heißt also, Friedrich der Große, breitseitig. Naja gut, jetzt haben wir ein ordentliches Geschütz verbogen, nochmal zwei Treffer gesetzt. Wir fahren jetzt hier weiter ran. Die Frage ist, wo ist dieser Zerstörer? Inzwischen sind wir sechs und die anderen, ja, nur noch fünf. Ja, da laufen Torpedos. Okay, so, Friedrich dreht weiter ein. Bisschen höher halten als Wasserlinie. Ja, da haben wir noch ein Geschütz weg und nochmal 10.000 rein. So, und unsere Neptun gibt hier auch Gas und die Torpedos, ja, die laufen da hinten vorbei. Okay. So, und Friedrich der Große steht da immer noch. So, wir werden jetzt nochmal hochheilen. Wieder ein bisschen höher als Wasserlinie. Ja, gibt nochmal 9,5. So, da laufen jetzt Torpedos in seine Richtung. Na, scheint aber dran vorbeizugehen. So, wir sind immer noch entdeckt. Das heißt, im Prinzip, der muss jetzt vor uns sein oder, nee, wahrscheinlich ist er kurz in der Friedrich dem Großen. Anders kann das nicht sein, sonst wären wir jetzt immer noch entdeckt. So, also wenn wir jetzt mal vom Gas gehen gleich, ein bisschen einlenken, dass wenn der jetzt wirklich dahinter dieser Insel ist, er die Torpedos nicht direkt setzen kann. So, da ist die Kagero. So, 10 Kilometer. Okay, also gehen wir vom Gas. Weil der hat 10 Kilometer Torpedos und die können hier bei uns dann landen. Also insofern, jetzt ist die Kagero raus. Sehr gut. So, haben wir jetzt abgebremst und jetzt können wir also auch wieder ein bisschen Gas geben. Noch ein bisschen einlenken, denn da muss ja die Kutuzov gleich rauskommen. Den haben wir doch eben noch gesehen. Und die Kutuzov, wenn der gut geskillt ist, geht aber 11,1 Kilometer auf und wir gehen bei 12,2. Das können wir nur ändern, indem wir ein bisschen näher rankommen, ohne dass der uns sieht. Und das ist hier hinter der Insel. Das heißt also, wenn der da aus der Insel rauskommt, so, jetzt sehen wir mal unser Flugzeug. Vielleicht sehen wir ihn mit dem Flugzeug. So, Friedrich der Große ist vor uns. Und da ist die Kutuzov. So, jetzt kommen also auch die Torpedos. Wo kommen die? Ja, durch das Abbremsen gehen die jetzt an uns vorbei. Sehr gut. So, Kutuzov, 5300. Das geht besser. So, jetzt werden wir uns hier entsprechend
ausrichten. Das heißt also Bug nach vorne Richtung Friedrich. Und ansonsten bleiben wir hier stehen und warten darauf, dass wir nachgeladen haben, dass wir nochmal auf diese Kutuzov absetzen können. So, Flugzeug ist immer noch in der Luft. So, da werden wir jetzt mal nach vorne zielen. In der Hoffnung, dass wir ihn da von vorne ein verpassen können. Ja, 2200 ist nicht viel. So, und logisch, wir kriegen jetzt ordentlich von der Secondary von Friedrich dem Großen eingeschenkt. Ist egal. Völlig egal. Ja, jetzt haben wir zwei Brände, das ist natürlich ein bisschen viel, aber wir haben vor allen Dingen auch nachgeladen. So, Kutuzov dreht jetzt ein, vielleicht will der auch Torpedos werfen, aber nö, macht eigentlich keinen Sinn, der hat nur 8 Kilometer. So, und die Salve, die kommt doch gar nicht schlecht. So, dann haben wir die Kutuzov rausgenommen und auf einmal ist Friedrich der Große komplett alleine. So, jetzt werden wir hier mal löschen, weil wir hatten zwei Brände und das ist wirklich einer zu viel. So, Geschütze drehen und jetzt geht's mit Gas nach vorne. Denn Friedrich der Große ist der Letzte. Wir sind immer noch hinten. Wir sind wirklich das ganze Gefecht über hinten. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wieder ein bisschen über Wasserlinie. Und, 5000, na gut. So, die anderen fordern Cap. Ja, das macht gar keinen Sinn mehr. Also, was soll das? Ich werde den jetzt rammen. Entweder ich kriege ihn oder ich kriege ihn nicht. Aber lass den doch von vorne jetzt drauf schießen. So, habe ich auch im Chat schon mal jetzt geschrieben. I get him. Wir werden sehen. Wieder schön oben drauf. Jo, 15.000. Das tut ihm dann auch weh. So, aber wir werden da jetzt ganz, ganz entspannt Gas geben und in seine Richtung. Und ich denke mal, so wie der fährt, ist dem das bewusst, was ich jetzt vorhab. Ja, how many HP? 27.000 hat er noch. Die darf er auch gerne haben. Die helfen ihm jetzt noch nicht weiter, weil jetzt... Ah, da warten wir noch einen Moment. Dreh dich noch ein bisschen, komm. Dreh dich noch ein bisschen. So, und da gibt es jetzt nochmal von der Seite einen rein. Sind nochmal 5,8. So, dann können wir jetzt gleich nochmal hochheilen. Letzte Mal und mit Vollgas nach vorne. So, mein Lieber. Ah, dann fahr mal zurück. Auf jeden Fall treffe ich dich. So, mal gucken. Einmal noch voll rein mitschiffs. Jo, und da bleiben aber auch nur noch knapp 2000. So, und jetzt... Na, da kriegen wir dich. Nein, wir kriegen dich nicht. Er ist runtergebrannt. Und das Spiel ist dann aber jetzt doch gewonnen. Mit 129.306 Schaden. Okay, da geht mit Sicherheit deutlich mehr mit der Iowa. Aber ich fand das Spiel als solches interessant, weil es doch auch, ja, ich sag mal, gewisse taktische Grundzüge hatte. Ein Schlachtschiff, das sich gegen einen Zerstörer stellt. Macht keinen Sinn, wenn man ihn nicht sieht. Also insofern abhauen. Ja, und ansonsten hier das mit der Kutuzov und mit dem Friedrich dem Großen fand ich eigentlich auch ganz interessant. Aber insofern, nettes Replay fand ich. 61 Zieltreffer, ein Flugzeug abgeschossen, zwei Ausfälle erzeugt, drei Schiffe versenkt und 24 Treffer mit der Secondary. Ja, auch das geht sicherlich besser. Aber ist natürlich so eine Sache, wenn man also Bug voraus auf ein Schiff zufährt, da passiert nicht viel mit der Secondary, weil da halt nicht viel ist. Aber Breitseite zeigen macht hier in so einem Fall dann auch keinen Sinn, weil dann kriegt man einen verplättet und insofern, nö, dann eben nicht so viel und am Ende bleibt man aber am Leben. So, in der Teamwertung sind wir hinter unserer einen Kutuzov immerhin auf Rang 2 gekommen mit 1879 Grunderfahrung. Auch das ist doch ein schönes Ergebnis dafür, dass wir im Prinzip am Anfang nur vor dem Zerstörer weglaufen mussten, hat es dann am Ende doch noch ein bisschen für Erfahrungspunkte gereicht. Und jetzt gucken wir uns noch mal an, wen wir denn da alles versenkt haben und wen wir so angeschossen haben. Also wir haben die Kutuzov versenkt, wir haben die Tirpitz versenkt und wir haben die Benson versenkt. Friedrich den Großen haben wir 73.000 abgenommen. Neptun haben wir angeschossen, Baltimore haben wir angeschossen, New Orleans haben wir angeschossen und die Cargero haben wir auch mit 5.400 beschädigt, kurz bevor sie rausgenommen wurde. Ja, wie ich fand,
ein schönes Match mit der Iowa. Ich kann aber auch dazu sagen, ich habe sie erst 2 Tage. Also insofern kann ich da noch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Was noch alles möglich ist, sollte noch mal mehr möglich sein, ist ja nicht ausgeschlossen, dass ich noch mal ein Video mit ihr zeige. Wenn dir das Video trotzdem gefallen hat, gib mir doch einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Kannst das Video auch gerne bei Facebook teilen. Ich werde auch wieder einen Link in die Beschreibung setzen zu einer Facebook-Gruppe, wo wir über World of Warships diskutieren können. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal.